zusammen. Willkommen zu Schul TV aus Heslach. Ich habe was mitgebracht. Immer als kleines Requisit zu der heutigen Sendung. Mein Name ist Herr Knotz. Ich bin euer neuer Englisch- und Deutschlehrer. Sport habe ich auch, aber Sport machen wir heute nicht. Und der Herr Pförter, der gerade filmt, ist euer Mathelehrer für heute. Wir wünschen euch viel Spaß mit den paar Schulminuten. Bis gleich. So. Good morning, pupils. I hope you feel me. Okay. I hope you are all well. And today we make a little translation unit. I have studied English years ago. We start. Have fun. Look. We write German in German and then we translate in English. So it begins. Seit drei, ja doch Deutsch, Wochen ungefähr hat das Jugendhaus, ganz spontan jetzt, passend zu uns, quiet please, hat das Jugendhaus Heslach, wird immer weniger Schrift, ich nehme gleich grün, geschlossen. Wir machen nur zwei Sätze, we make only two sentences. I need a new permanent marker. Wir hoffen, es kann ja trotzdem geht euch und mein Rücken, euren, vielleicht sind da auch schon viele Familien, gut. Bis bald. Bald, weiß nicht, euer Jugendhaus-Team. Das wäre jetzt mal zu übersetzen, Jugendhaus-Team Heslach. So, das wäre eine kleine Erinnerung an Englisch und wir fangen jetzt schon an, gemeinsam zu übersetzen. Soll ich das? Ich blätter immer wieder um. Also es geht los, wir übersetzen, we translate und from now on, we speak English. Bis auf das, was ich auf Deutsch vorlesen muss. Seit drei Wochen, wir übersetzen. Since, sehr leicht. Dann drei, Finnien. Achso, man darf keinen Namen sagen. Three, das schreiben wir lieber aus, sonst ist ja wieder Deutsch, wenn ich nur drei schreibe. Und Wochen ist klar, weeks. Aufpassen, S für Plural, sonst heißt das seit drei Wochen. Ich habe den anderen Satz schon vergessen. Hat das Jugendhaus Heslach geschlossen? Jetzt wird es schwierig. Hat das Jugendhaus Heslach geschlossen? Has. Hat. Dann kann man sagen, weil es ein Eigenname ist, man könnte sagen, muss nicht. Man kann sagen, has. Jugendhaus auf Englisch, youth. Und Haus ist ganz normal Haus. Und jetzt geschlossen, wenn an einem Laden dran steht, it's open. Und wenn er geschlossen hat, ist ein Schild dran, close. Und da es hier ist, has, close, was denn nicht, muss present perfect sein, weil es ja immer noch geschlossen hat.
Deswegen ein D. Since 3 weeks has the youth house closed. Erster Satz. Seid ihr noch dabei? Stefan, kannst du noch? Zweiter Teil kommt jetzt. Wir hoffen, es geht euch und euren Familien gut. Ihr könnt schon mal im Kopf euch das zurecht denken. We hope. Jetzt kommen wir. Es geht euren Familien. It goes. Nee, es geht euch. It goes. Euch kann man dann sagen. You. Mehrzahl. And the Filzstift goes kaputt. We hope it goes you and your Familien. Ist hier fast wie Deutsch. Family. Your families. We hope it goes you and your families. Good. Das wäre schon mal eigentlich fast die halbe Miete. Come on. Oh, da knurrt der Pfarrer. Es geht euch und euren Familien. Bis bald, euer Jugendhaus-Team Hesla. Das war's schon. Die erste kleine Übersetzung. Bis bald, da kann man alles Mögliche nehmen. Da kann man sagen, till soon. Till soon. Oder wie so modern, see you soon. Your, gut, Jugendhaus auf Englisch, your youth house, ich glaube, das heißt nicht, weil youth hostel ist ja Jugendherberge, also youth ist auf jeden Fall richtig, youth house, das bin ich nicht so sicher, Heslach bleibt, Heslach, Team, bleibt auch. Jetzt ist eh Pause, ihr könnt aufs Klo gehen, was trinken. Wir sehen uns gleich wieder bei Mathe. So, hallo liebe Kinder. Da ja die Schule schon eine ganze Zeit lang ausfällt, haben wir gedacht, wir machen heute mal eine kleine Mathestunde für euch. Ich habe mir das Thema Prozentrechnen ausgesucht und hoffe, ich kann so euer Wissen mal nur ein bisschen auffrischen. Ja. Prozent heißt von... Du schreibst aus von 100. Von 100. Das heißt, es ist immer ein Teil von 100 oder von dem Ganzen. Ganzen. Hm? Ein kleines Beispiel. Ja. Ich habe 100 Euro. Ja. 50% ergeben 50 Euro. Weil 50%, also 50 von 100, sind 50. So. Bisschen schwieriger noch. Noch schwieriger. Bisschen schwieriger, vielleicht nur eins noch für die. Ja. Weiß nicht. Kann man eigentlich auch von mehr als 100%, also kann man auch 100, das ist zu schwierig, 120% gibt es ja vielleicht auch mal. Jetzt zum Beispiel. Oh, das ist ein... Ihr habt hier einen Kuchen. Ja. Ach, soll ich doch nicht mal reden, okay. Und 25% vom Kuchen. Mhm. Sind ein Viertel von diesem Kuchen. Mhm. 100% ist der ganze Kuchen, 50% ist der halbe Kuchen, 25% ist der Viertelkuchen. Mhm. So. Jetzt kommt eine ein bisschen schwierigere Aufgabe. Mhm. Wir haben 1.000
72 und wollen davon. Oh, das ist. 23. Aber das ist schon hohe Schule. Hohe Schule. Das kann man nicht mehr im Kopf. Das kann man nicht mehr im Kopf. Oder doch? Deswegen dürft ihr den Taschenrechner. Ach so, geht nicht, okay. Dann rechnen wir 1072 mal 0,23. Mhm. Weiß ich gar nicht, ob ich das noch kann. Probier's mal. 2 mal 2 ist 4. 2 mal 7 ist 14. Mit einem. Also 4 und 1. 2 mal 0 ist 0. Und 1. Und 2 mal 1 ist 2. Und dann haben wir hier die 3. 2 mal 3 ist 6. 3 mal 7 ist 21. 3 mal 0 ist. Behalte 2 im Sinn. 3 mal 1 ist 3. Aha. So. Dann kommt hier 6. Ja, 5. 6. Ja. 4. Also addieren jetzt das alles. Raus. Und jetzt müssen wir noch die Kommastelle richtig setzen. Das ist gefühlt 1,2 von hinten, 1,2 von hinten, müsste 246,56. Ich habe es gerade im Kopf nachgerechnet, das stimmt. Das stimmt. Ja. So, das war ja. Prozentrechnen. Danke, Herr Pörter. Ich kann euch ein bisschen weiterhelfen. Ja. Bleibt gesund, macht's gut. Dankeschön. Wir sind bei der Einheit Deutsch angekommen. Der Stefan ist jetzt ein Schüler, der kleine Stefan. Obwohl, der ist schon 10. Klasse, 11., weil das Diktat, was er jetzt bekommt, ist schon relativ anspruchsvoll. Und wir versuchen mal, ob er das mit wenig Fehlern meistern kann. Hier kommt das Diktat. Ich sage immer Komma und Punkt, sagt man mit, gell, oder? Okay, hat keine Überschrift, es geht einfach los. Heu hat keine Überschrift, so geht. Das Diktat hat keine Überschrift, deswegen ist es die Überschrift. Hat keine Überschrift. Ihr könnt mitgucken, ob ihr schon einen Fehler seht. Oh, okay, alles klar. Los geht's, Stefan. Ich kann alles so lesen. So, dann sieht man das auch. Das kommerzielle Internet. Das kommerzielle Internet. Kommerzielle Internet. Gibt es seit nunmehr 2 Jahrzehnten. Punkt. Jahrzehnten. Zehnten. Oh. Das war das erste Richtige. Also, Punkt habe ich gesagt. Das Erstaunliche in diesem Zusammenhang Zusammenhang Komma, dass die Gewährleistung, ja, ist ein bisschen schwierig, dass die Gewährleistung der Gewährleistung Leistung
der Datensicherheit. Das ist gleich aus. Jetzt sage ich es nur einmal. Datensicherheit nicht dem Standard entspricht. Punkt. Das war's. Nicht dem Standard. Entspricht. Punkt. Entspricht. So, danke Stefan. Willst du nochmal durchlesen wegen Fehler oder? Nee, ich bin mir sicher, ist das passt sicher? Alles. Das kommerzielle Internet gibt es seit nunmehr 2 Jahrzehnten. Das Erstaunliche in diesem Zusammenhang, dass die Gewährleistung der Datensicherheit nicht dem Standard entspricht. Gut, Stefan, ja. Du kannst wieder setzen. Oder besser, du setzt dich für immer. Okay, bleib noch ein bisschen. Bis gleich. Ich habe es gerade überflogen, was du Stefan geschrieben hast. Das ist... Okay, also es geht, es sind die Fehler. Die Überschrift war hier. Überschrift ist hier falsch. Und zwar, das auch, ich schreibe es mal, ich glaube, man muss das ganze Wort schreiben. Überschrift. Sieht man? Oh, es wackelt so, das Ding. Ein Fehler. Das kommerzielle, groß, R falsch, ist ein halber Fehler, machen wir nachher. Internet, natürlich nicht Internet, sondern Internet. Das gibt 2 Fehler. Gibt. Kommerziell ist immer noch nicht richtig. Du darfst selber. Wenn man so nah dran steht, das sind ja viele Fehler. Kommerzielle, Internet. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man das groß schreibt, kommerziell. Weil das Internet und kommerziell ist eigentlich dann. Warte, viel weiter, ich gucke. Das kommerzielle Internet schreibt man natürlich klein. Also, Stefan war richtig. Das Einzige, was er richtig hatte, lieber falsch. Ich bin mir da sicher, ist das. Gibt, falsch, ist seit, mit T oder mit D? Seit ist, glaube ich, schon richtig. Nunmehr schreibt man zusammen. Mehr stimmt. Nein, nunmehr zusammen und mit H. Zwei. Keine Zahlen. Sind nochmal 11 Fehler. Das ist ja richtig. Jahrzehnten ist richtig. Das gibt ja wieder hier auf der Plusseite wieder 2 Punkte. Also muss man nachher verrechnen. Das Erstaunliche, schreibt man, das ist klein oder groß? Ich sage jetzt wieder groß, weil ich bin ja schon älter. Ja. Jetzt habe ich hier, warum? Läuft's? Warum schreibt man jetzt das Erstaunliche groß und das kommerzielle Internet klein? Das weiß ich nicht. Erstaunlich groß und natürlich erstaunlich. S-T, also das weg. Erstaunliche. In diesem Zusammenhang, nicht Samenhang, sondern Sammenhang. Sammenhang ist was anderes. Zusammenhang, dass die das ist ja Schwäbisch jetzt plötzlich. Gewährleistung. Habe ich das gesagt, so beim Diktieren? Gewährleistung, ja, vielleicht habe ich ein bisschen geschrieben. Das streichen wir mal ganz durch. Also nicht Gewähr, sondern also Gewähr mit E. Und Leistung ganz normal, wie eine schulische Leistung. So, weil das ganze Wort falsch ist, kriegt es hier 3 Fehler. Der ist auch ganz durchzustreichen. Das machen wir hier als schlechtes Beispiel. Datensicherheit. Nicht Tatensicherheit. Oder Adelheids. Datensicherheit. So. Leider so falsch. Nicht dem Standard schon wieder. Warum bist du so schwäbisch? Standard hier. Jetzt geht es da nicht drum, es ist, glaube ich, hinten ein D. Standard. Ja. Das heißt, es ist auch falsch. Dem Standard entspricht, du hast viele schwäbische Fehler. Entspricht ist halt einfach entspricht. So. Auf Schwäbisch wäre es eine 1,5. Aber wir machen ja keine schwäbischen Diktate. Also nochmal für alle schwäbischen Zuschauerinnen und Zuschauer. Entspricht Standard. Datensicherheit,
Gewährleistung, Internet. Also schon sehr schwäbisch und erstaunlich. Da waren viele schwäbische Fremdwörter drin. Wir haben hier zwei Pluspunkte. Wir haben hier nochmal 1-1. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Fehler. Zwei Pluspunkte gibt 12. Zwei Minus. Ja, aber im Plusbereich. Von den 14 Fehlern waren zwei gut geschrieben. Deswegen hast du 12 Fehler. Note. Willst du deine Note auch wissen? Das sagen wir heute nicht. Aber es waren schon viele Fehler drin, bei den wenigen Worten. Er hat sich sehr bemüht. Aber gut. Also, macht's gut. Bis bald. Heslach sagt Tschüss. Euer Lehrer Herr Knotz und der Herr Pförter, Lehrer Pförter, sagen Tschüss. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Unser kleiner Schulunterricht. In der Zwischenzeit sagen wir, passt gut auf euch auf. Wir sehen uns bald. Tschüss aus Heslach. Goodbye and take care. Okay, dann so.